Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Bullshit-Resistenz. Heute Vorlesung 12, Bildkritik. Es geht um die Macht der Bilder. Wir haben letztes Mal über Sprache gesprochen, die Macht der Worte, Sprachkritik. Und das kann man natürlich ganz analog auch für Bilder machen. Deshalb soll es heute um Bildkritik gehen. Ich habe dann bei den Journalisten vom Spiegel angerufen, die wollten so einen Spiegeltitel machen und habe ihnen gesagt, wir machen das in dieser Woche. Deshalb kam dann passend zu unserer Vorlesung genau dieser Woche dieser Spiegeltitel raus, das Ende der Wahrheit, vor allen Dingen wie künstliche Intelligenz unsere Wahrnehmung der Welt ändert, weil es inzwischen ja diese ganzen künstlich erzeugten Bilder gibt. Darüber sprechen wir nachher noch. Das nur kurz als Einstieg, vielleicht ganz kurz noch zur Erinnerung, warum ist der Titel, wenn man ihn wörtlich nimmt, falsch, dass das Ende der Wahrheit eingeläutet wird, wenn wir Bilder fälschen können. Sehr gut. Ja? Die Wahrheit bleibt ja auch noch die gleiche. Also, die wird ja natürlich verändert. Die Lesen bleiben nicht mehr. Ja, einmal bleibt die Wahrheit dieselbe, unabhängig davon, ob die Bilder uns in die Irre leiten. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Wir hatten mal geredet darüber, was überhaupt wahr und falsch sein kann. Also, nur wenn man es jetzt wörtlich nimmt, ist natürlich ein journalistischer Titel, der Aufmerksamkeit ziehen soll, aber wenn man es jetzt ganz wörtlich nehmen würde, warum haben Bilder gar nicht so viel erstmal direkt mit Wahrheit zu tun? Weil die vielleicht nur einen Ausschnitt zeigen und die Wahrheit insgesamt dennoch verborgen bleibt. Ja, Bilder zeigen nur einen Ausschnitt, das ist vielleicht ein Aspekt. Ich wollte auch noch was ganz Profanes hinaus. Da hatten wir ganz am Anfang darüber geredet, als es um Wahrheit ging. Was kann überhaupt wahr oder falsch sein? Also wenn man jetzt sehr spitzfindig ist, kann man sagen, Bilder sind gar nicht wahr oder falsch. Ja? Bilder führen uns in die Irre, reden wir gleich noch ausführlich darüber. Sie führen dazu, dass wir wahre oder falsche Annahmen machen über die Welt, aber sie sind nicht buchstäblich selbst wahr oder falsch. Das heißt, auch tausende von gefälschten Bildern haben erstmal gar nicht direkt etwas mit der Wahrheit zu tun. Aber das schauen wir uns auf jeden Fall gleich genauer an. Ich fange mal mit so einem ganz kleinen Überblick an. Wir haben ja bisher darüber diskutiert, dass es Lügen und Bullshit gibt. Ne? Also meistens sind das unwahre Aussagen. Und, sage ich auch später noch mehr dazu, man kann sagen, da geht es um symbolische Repräsentationen. Also die Aussagen oder Sätze, Äußerungen bestehen ja aus Buchstaben und Wörtern. Buchstaben und Wörter sind Zeichen, aber es sind symbolhafte Zeichen. Und sie sind nicht bildhaft. Symbol und bildhaft sind hier Gegenbegriffe. Ich mache später noch eine ganze Folie, wo ich genau erkläre, was da die detaillierten Unterschiede sind. Jetzt nur mal so als Einordnung. Ja, also wir haben über Lügen und Bullshit gesprochen, unwahre Aussagen, das ist ein Problem. Wir haben uns den Spezialfall Fake News angeschaut. Das sind fabrizierte Nachrichten. Und da haben wir schon so ein bisschen gesehen, da gibt es schon das Zusammenspiel von Bildern und Wörtern. Also nicht immer bestehen Fake News nur aus Sätzen und Äußerungen, dass man irgendwo was liest, so wie man auf einer Nachrichtenseite oder wenn man eine Zeitung aufschlägt, sondern die waren ja auch oft schon flankiert mit Bildern und haben sogar manchmal so funktioniert, dass sie so ein Zusammenspiel, im Zusammenspiel funktioniert haben zwischen Bildern und Wörtern. Und jetzt wollen wir uns dieses Mal, also heute anschauen, ein neues oder bisher noch nicht so ausführlich diskutiertes Phänomen. Nämlich, es gibt ja auch Bild- und Filmmanipulation. Man kann nicht nur die Wörter manipulieren und das, was man über die Welt mit Wörtern sagt, sondern man kann auch Bilder und Filme, Filme sind Bewegtbilder, auch eine Form von Bild, nur halt in einer zeitlichen Reihenfolge. Und da könnte man sagen, das sind jetzt gefälschte ikonische Repräsentationen. So nennt man manchmal die bildhaften Repräsentationen. Worte sind symbolisch, weil sie keine Ähnlichkeit mit dem haben, für was sie stehen. Bilder und Filme sind ikonisch, nicht ikonisch im Sinne von großartig, sondern ikonisch im Sinne von Icon, Bild, bildhaft. Ja, also man kann sagen, Lügen sind symbolische Täuschungen, gefälschte Bilder und Filme sind ikonische Täuschungen. Und Bildmanipulation gibt es in verschiedenen Weisen. Kennt man schon, ist jetzt gar kein eigens digitales Phänomen. Man kann bestimmte Auswahl von Fotos zum Beispiel oder von Filmen wählen, um zu suggerieren, dass da irgendwas stattgefunden oder nicht stattgefunden hat. Das ist vielleicht das, was die Kommilitonin gerade gesagt hat. Also Bilder zeigen immer nur einen Ausschnitt der Welt. Allein welchen Ausschnitt ich wähle, wenn ich Leuten das zeige, kann ich schon
eine bestimmte Suggestion erzeugen. Wenn ich vom Urlaub die Bilder zeige, wo es einfach sehr, sehr schön war, wenn ich die alle zeige, denken Leute, ich hatte einen Traumurlaub. Wenn ich die ganzen Bilder zeige von den Orten und dem Hotel, von den Seiten des Hotels, die nicht so schön waren, haben die Leute einen anderen Eindruck. Ne? Können korrekt geschossene Bilder sein, aber allein durch die Auswahl entsteht eine bestimmte Interpretation der Welt. Das Zweite ist, ich kann natürlich auch Fotos bearbeiten. Mittlerweile können wir alle Digitalfotos bearbeiten, können dann vielleicht ein bisschen erholter oder attraktiver aussehen auf den Fotos oder irgendwas wegretuschieren. Also das ist auch eine Möglichkeit, Fotos zu bearbeiten oder was reinkopieren. Ne? Ist alles gemacht worden. Und das Dritte ist vielleicht der Extremfall, dass wir Fotos komplett künstlich erzeugen. Das war bis vor kurzem noch sehr aufwendig und sehr teuer, aber inzwischen ist das möglich, ne? Also Filme und Fotos künstlich zu erzeugen, wird manchmal als spaßhaft Promptografie genannt, weil es mittlerweile Programme gibt, also Programme und Datenbanken der künstlichen Intelligenz, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion und andere, wo man mit Hilfe von Befehlen, Prompts, Stichwörtern eine Maschinerie anwirft, die dann aus einem Vorrat an schon vorhandenen Bildern neue erzeugt. Ne? Und die kann man dann wieder ein bisschen bearbeiten und optimieren und kriegt dann manchmal Bilder, die, ich werde noch ein paar zeigen, täuschend echt sind und gar nicht mehr mit dem bloßen Auge von echten Fotos zu unterscheiden sind. Also das sind die drei Möglichkeiten. Und die Fotos können uns beeinflussen, nämlich einerseits, indem sie uns täuschen. Wir denken, oh, das ist wirklich so passiert, was ich da sehe. Das ist genau ein Ausschnitt von einem Zeitpunkt, der genau so stattgefunden hat. Das ist vielleicht das bisher klassische Phänomen, was man auch sofort sieht, vor allen Dingen, wenn die Bilder gefälscht sind oder stark bearbeitet sind. Aber, das will ich im zweiten Teil der Vorlesung auch noch diskutieren, es gibt auch subtilere Formen, wie uns Bilder beeinflussen. Selbst wenn wir wissen, dass sie manipuliert sind oder wenn sie echt sind, haben sie noch andere Mechanismen, dass sie uns eine bestimmte Perspektive oder eine bestimmte Weltsicht suggerieren. Das mache ich, wie gesagt, im zweiten Teil. Dafür können sie auch echt sein, sie müssen jetzt gar nicht gefälscht sein. Also es gibt eine Täuschung über den Inhalt, was sie da zeigen, und Manipulationen durch die Art und Weise, wie sie präsentiert werden. Das sind sozusagen die beiden Themen, die ich jetzt behandeln will, und wir machen hier mal eine kurze Pause, da war gerade eine Meldung. Ja. Ja, ich wollte fragen, man kann mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennen, meinst du dabei, dass man sie einfach an der Qualität nicht mehr erkennen kann oder auch durch die Vernunft, weil wir haben ja immer noch die Vernunft, und wenn wir den Traum zum Beispiel im Gefängnis sehen, kann man ja schon so ein bisschen damit arbeiten und sagen, nee, das glaube ich nicht. Also, ja. Ja, ob das stimmt oder nicht. Genau. Das ist ein guter Punkt. Ne? Wenn ich so Bilder überprüfe, überprüfe ich sie ja nicht nur anhand der Pixel oder wenn ich mir das Bild so anschaue, ob da die Zahl der Finger oder so stimmt, ne? Sondern ich habe ja auch ein allgemeines Weltwissen oder die Vernunft oder meinen gesunden Menschenverstand, könnte man sagen. Wenn ich den tanzenden Papst sehe, halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass das ein richtiges Bild ist. Das stimmt, und die Bilder sind natürlich jetzt auch genauso gewählt worden auf dem Cover, dass allen klar ist, das ist Fake. Aber natürlich, sobald man Alltagsszenen hat, weiß man oft gar nicht mehr. Ich habe dazu auch noch Folien. Also es gibt auch Untersuchungen mit wirklich schlechten Photoshop-Bildern, wo ein Großteil ein erheblicher Teil der Versuchspersonen nicht erkennt, dass die bearbeitet sind. Obwohl sie relativ klar bearbeitet sind und lange nicht so gut bearbeitet sind wie künstlich erzeugte Bilder, die wir heute schon sehen. Das ist nur ein paar Jahre her. Aber klar, es stimmt. Also wir haben natürlich immer... Kritisches Denken heißt immer, ich habe viele Mechanismen, die ich einschalten kann, und sowas wie gesunder Menschenverstand, Alltagswissen ist auch, Vernunft ist auch ein guter Mechanismus. Ich fange mal so ein bisschen noch, mache so ein bisschen was zum historischen Hintergrund zu Bildern und Fotos. In der Kulturwissenschaft spricht man manchmal vom Iconic Turn, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, also dem Wandel oder ein Wandel zur Bildartigkeit in der kulturellen Repräsentation. Das ist doppeldeutig gemeint. Einmal, dass in unserer Kultur viel, viel mehr Bilder zu sehen sind seit 30, 40, 50 Jahren. Ne? Also man denke an Bilder in der Werbung,
im Alltag, vor allen Dingen jetzt durch Digitalfotografie, jeder hat ganz viele Fotos auf seiner Festplatte, auf seinem Smartphone und so weiter, aber auch ein Forschungsinteresse seit ungefähr 30 Jahren in der Kulturwissenschaft, Psychologie, Soziologie an der Art und Weise, wie Bilder wirken. Obwohl man sagen muss, dass es noch nicht so gut auserforscht ist, wie die Art und Weise, wie uns Sprache beeinflusst. Es gibt da noch nicht so viel Literatur und Forschung, wie es zu diesem anderen Bereich gibt. Also, wie heißt da Gottfried Böhm? Hat das so genannt, 94, den Iconic Turn, ja, ein Wandel in der theoretischen, aber auch der Alltagsperspektive. Es gibt immer mehr Bilder und ich habe das mal recherchiert, jeden Tag werden über 3 Milliarden neue Fotos auf den sozialen Medien wie Facebook und Instagram hochgeladen. Das ist schon ziemlich krass. Und auch noch eine interessante Beobachtung von einem russischen Medienwissenschaftler, der hat mal so geschätzt an verschiedenen Daten, die man hat, wie viele Autoren gab es eigentlich von der Erfindung der Schrift, 3000 vor Christi Geburt, um den Daumen gepeilt, bis 1990. Und dann kann man dann alle Werke, die jemals veröffentlicht wurden, sind alle wissenschaftlichen Artikel, die so ab dem 17., 18. Jahrhundert natürlich auch immer mehr wurden. Wenn man dann noch Zeitungsartikel nimmt und andere Veröffentlichungen von Privatleuten, sagt er, kommt man vielleicht so auf 300 Millionen Publikationen. Also es gab in 5000 Jahren der Menschheitsgeschichte ungefähr 300 Millionen Autoren. Ja, das ist gar nicht so wenig. Und dann hat er gesagt, naja, und jetzt gucken wir uns mal von 1990 bis heute an. Oder 2022 ist das Buch erschienen. In den letzten 30 Jahren gibt es wahrscheinlich etwa 5 Milliarden Autoren. Mit Autor meint jemand, der sich schriftlich oder überhaupt mit Informationen an die Öffentlichkeit wenden kann. Ne? Also jeder, der in den sozialen Netzen ist, kann etwas publizieren, was alle anderen potenziell sehen können. Sehen natürlich immer nicht so viele Leute, nur wenige haben ganz viele Views, aber potenziell gibt es plötzlich 5 Milliarden Autoren in nur 30 Jahren, während es davor auf 5000 Jahren nur 300 Millionen gab. Ne? Weil wir sind alle Autoren geworden sozusagen. Das kann heißen Autoren, indem wir Texte publizieren, aber auch etwas weiter gefasst als Leute, die überhaupt Informationen nach draußen geben. Und das können natürlich auch Bilder sein, ne? Mit denen wir auch etwas mitteilen. Nicht nur mit Worten etwas mitteilen, sondern natürlich auch mit Bildern. Ja, und man kann das schon mal am Anfang gesagt, ne? Es gibt so eine Art Demokratisierung der Öffentlichkeit durch die sozialen Medien. Jede Person ist jetzt plötzlich nicht nur die Empfängerin von Informationen. Das war lange Zeit so, bis in die frühen 2000er Jahre, kann man eigentlich sagen, sondern ist jetzt auch potenzielle Senderin von Informationen. Und Information kann sein Text oder Bild. Und, das hatte ich auch am Anfang schon gesagt, dieses Wettrüsten zwischen Täuschung und Entlarvung, was es bei Fake News gibt, bei Sprache, gibt es natürlich analog genauso auch bei Bildern. Ich habe das genannt Entropie der Täuschung. Entropie ist ein Begriff aus der Physik, dass die Unordnung zunimmt. Also wenn jemand Fake News, Unfug oder ein gefälschtes Bild in die digitale Öffentlichkeit reingibt, das geht sehr schnell und ist sehr einfach. Und der Aufwand, das klarzustellen, zu entlarven, alle Leute zu informieren, die dadurch getäuscht wurden potenziell, ist überproportional höher. Ich kann das auch untersuchen, also es gibt ein paar Studien, die schauen, wie funktioniert dieses Debunking. Also jemand hat ein falsches Bild gesehen oder einen falschen Text bekommen, Fake News, und wird dann informiert, das war falsch. Die Erfolge sind relativ mäßig. Man erreicht nicht die Leute, man überzeugt sie danach nicht. Man muss die Botschaft wiederholen, dann glauben die Leute noch eher, dass es wahr ist. Also es ist ziemlich schwierig. Wir reden noch ein bisschen in der nächsten Sitzung darüber, was kann man eigentlich machen gegen Bullshit da draußen. Fake News zum Beispiel, falsche Bilder, irreführende Nachrichten, Lügen und so weiter. Aber es gibt noch nicht so richtig die gute Handhabe. Ne? Es funktioniert nicht so gut. Ich war super stolz auf diese Beobachtung, dass die über die Entropie der Lüge und dass das zunimmt, dachte, da habe ich richtig was entdeckt, bis ich dann gesehen habe, 2013 hat ein Informatiker Alberto Bandoli das Gleiche noch viel, viel besser formuliert. Also leider 5 Jahre, bevor ich auf diese tolle Idee gekommen bin. Das nennt man jetzt sogar Bandolis Gesetz. The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it. Ja, also man braucht immer mehr, der Aufwand ist immer höher, den Unfug wieder wegzumachen. Es ist leichter,
irgendwo Unordnung zu schaffen, die Unordnung aufzuräumen, ist aufwendiger. Ist leider so. Und je besser die Leute in der Täuschung werden, auf der einen Seite, und versuchen uns zu manipulieren, desto besser müssen wir natürlich in der Entlarvung werden, in der Aufdeckung der Täuschung, aber das wird auch aufwendiger. Ja. Durch die Geschwindigkeit, wenn wir jetzt vor der Desinformation, das nimmt ja gerade zu, ne? Also dass jeder jetzt irgendwie selber Fotos oder Schiffen quasi fälschen kann, wird das Fettwurst ja noch viel komplizierter. Ja. Also das, ja, kann man sagen, es ist noch ein Faktor, der das nochmal schwieriger macht. Es ist nicht nur so, dass wenn eine Missinformation rausgeschickt wird, es aufwendiger ist, die zu entlarven, weil man mehr erzählen muss und die Leute finden muss, die da missinformiert wurden, fehlinformiert wurden, und dann muss man die irgendwie überzeugen. Es kommt noch dazu, dass dadurch, das heißt, so gut wie jeder mit einfachsten Mitteln Text und Bilder vor allen Dingen jetzt fälschen kann, ist die Größenordnung jetzt so groß, dass man überhaupt nicht mehr in Menschen, also in menschlichen Kategorien dahinterherkommen kann. Geht eigentlich gar nicht mehr. Das reden wir auch noch in meiner nächsten Sitzung darüber. Das ist auch ein Grund, warum man Bullshit-Resistenz braucht, auch als Tugend, als Fähigkeit. Weil man sich nicht darauf verlassen kann, ne? Egal wie gut die Widerlegungsmechanismen von Twitter oder Facebook sind, die dann sofort an den Rand schreiben, ne? Contested oder stimmt wahrscheinlich nicht. Ich kann mich trotzdem nicht darauf verlassen, weil es kommt einfach zu viel nach. Die kommen auch nicht so schnell nach, wie Unfug produziert werden kann. Und das schließt ein bisschen an deine Frage an. Das ist jetzt ein Experiment. Es gibt natürlich dazu noch mehrere. Da wurde einfach mal geschaut, wenn ich so ein Foto verändere, wie gut sind die Leute eigentlich darin, das zu entdecken? Und da wurde mal gesagt, ist das bearbeitet oder nicht bearbeitet? Also hatte eine 50-prozentige Chance, richtig zu liegen, und die Leute waren im Mittel, lagen sie bei 60%. Also etwas über der Ratewahrscheinlichkeit, wenn man jetzt gewürfelt hätte oder eine Münze geworfen hätte, aber auch nur leicht darüber. Und in ganz vielen Fällen haben die Leute das nicht erkannt. Ganz oben links ist das Original. Könnt ihr sehen, was oben rechts sich verändert hat? Das ist gar nicht so leicht. Also manche Sachen sind einfach zu erkennen, manche sind schwer zu erkennen. Das ist auch gewichtet worden. Ne? Man kann bestimmte Veränderungen, Fotobearbeitungen kann man so gut wie gar nicht erkennen, aber andere kann man sehr leicht erkennen. Oben rechts, sieht das jemand? Ich habe es nicht gesehen, als ich musste es lesen im Paper. Noch nicht verraten. Ja. Wer viel mit Fotobearbeitung zu tun hat, ist darauf vielleicht geprimed und kann das sehen. Nee, es ist was ganz, ganz profan eigentlich. Ganz typisches auch. Ich löse es mal auf. Der Glanz auf der Nase ist ein bisschen weggenommen worden. Aber wer schon mal ein Bildbearbeitungsprogramm genommen hat und gedacht hat, auf der Party sah ich eigentlich so gut aus, auf dem Foto sehe ich so glänzend aus, ich habe das Recht, das jetzt mal ein bisschen zu pudern, der wird vielleicht gemerkt haben, dass wenn man den Punkt auf der Nase wegnimmt, das sieht immer komisch aus. Den muss man immer lassen. Weil es sonst auf eine komische, ja, es glänzt, aber wenn die Nase nicht glänzt, die wirkt jetzt irgendwie so komisch anders, ne? Und verschiebt vielleicht sogar ein bisschen die Dynamik des Gesichts. Sieht ein ganz bisschen anders aus, das Gesicht dadurch. In der zweiten Reihe kann man das erkennen, was da los ist, ja? Ja, also links ist die Brücke, da ja. Fehlt eine Menge. Und rechts weiß ich halt noch nicht. Da ist die Brücke auch so ein bisschen schief oben. Und hier haben sie, das haben viele erkannt, dass der Schatten anders, ne? Man hat einfach das Gesicht gespiegelt an der vertikalen. Und das erkennen die meisten. Und ganz unten rechts ist, wenn man alles ändert auf einen Schlag, das erkennen auch die Leute. Also, dass da was los ist. Und selbst die Leute, die gemerkt haben, oh, da stimmt was nicht oben rechts, das sieht irgendwie bearbeitet aus, die konnten oft das auch noch nicht lokalisieren. Also sie hatten dann schon so eine Intuition, da stimmt was nicht, aber sie konnten es oft nicht lokalisieren. Das ist jetzt nur ein Versuch von vielen, aber es zeigt ein bisschen, das sind jetzt nicht besonders gut bearbeitet, ne? Es ist ziemlich offensichtlich. Und selbst hier haben 10% das nicht gemerkt, dass der Schatten nicht stimmt. Also Menschen sind gar nicht so gut darin, das zu erkennen. Das ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Leute, die damit aufgewachsen sind, die jüngere Generation wird da vielleicht besser sein. Ich kenne da keine Studien dazu, ich kann es mir gut vorstellen. Aber wir sind nicht so super da drin. Und dann gibt es AI-Programme, die man jetzt mittlerweile einsetzt, um zu schauen, ob ein Foto künstlich erzeugt wurde. Und selbst die scheitern manchmal darin, von ihren sozusagen den Konkurrenz
Programm- oder Konkurrenzdatenbanken, die Fotos zu erkennen. Also auch die forensische AI sozusagen, die schauen soll, ob die andere AI das produziert hat, scheitert manchmal bei Bildern. Also es ist ein echtes Problem, wird in dem Spiegelartikel auch übrigens sehr gut geschildert, weil das für die Zukunft heißt, je besser die Programme werden, desto weniger wird man irgendwann noch Bilder als Beweise nehmen können, weil man sich einfach nicht darauf verlassen kann, ob das wirklich die Wirklichkeit widerspiegelt und ein echtes Foto ist oder halt, wie gesagt, künstlich erzeugt. Ja, das erstmal so vorab. Jetzt wollte ich mir so ein bisschen historische Fälle anschauen, ein bisschen so Alltagsfälle, die vielleicht ganz humorvoll sind und dann übergehen zu den, sagen wir mal, etwas politisch relevanteren, aktuelleren Fällen, wo irgendwas gefälscht wurde. Schönes historisches Beispiel für Bildfälschung ist die Bilddokumentation der Zeit von Stalin. Stalin war, hatte die Paranoia, dass irgendwer in seinem Umfeld vielleicht gefährlich sein könnte und hat auch immer mal wieder Mitarbeiter gehabt, die ja sozusagen seine Gunst verloren haben. Und das ist ein Bild, wo er mit Kollegen ist, Antipov, Kirov, Schwernik und Komarov. Und dann nach und nach gab es den großen Terror und die Säuberungen. Plötzlich bis 1945 der Erste ist aus seiner Gunst verschwunden, wurde 37 in Schauprozessen hingerichtet. Der nächste 38 ist verschwunden, dann waren sie nur noch zu dritt auf dem Bild und jedes Mal ist das Bild beschnitten worden oder retuschiert worden. Die letzte Retusche ist Schwernik, der war sein Nachfolger, der hat überlegt, aber den wollte er dann auch nicht mehr auf dem Foto haben und hat nur noch seinen Günstling, der auch ermordet wurde übrigens aus ungeklärten Umständen. Also das ist, ich bin nicht so vertraut, Kirov, der ist auch ermordet worden, 34, aber der durfte dann auf dem Foto noch bleiben. Alle anderen sind verschwunden, die wurden entweder wegretuschiert oder weggeschnitten. Also es ist eine Praxis, das hat nicht nur Stalin gemacht, das haben viele gemacht, die üblich war. Man hat einfach die Schwarz-Weiß-Bilder bearbeitet und eine Art zu bearbeiten ist einfach Leute auszulöschen. Die waren dann beim historischen Treffen einfach nicht mehr dabei, weil sie dann später irgendwie nicht mehr so gern angesehen waren. Das ist eine Form der Bildfälschung. Wegretuschieren, wegschneiden, nur einen bestimmten Ausschnitt zeigen. Es gibt humorvolle Bildfälschung, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war der Tweet von Etienne Klein oder Klein, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Franzose. Der ist der Leiter des französischen Forschungszentrums für Kernenergie. Ja, und er hat dieses Bild gepostet und hat dann gesagt, das ist Proxima Centauri, 4,3 Lichtjahre von der Erde entfernt, der nächste Stern nach der Sonne, der Erde nächster Stern, abgesehen von der Sonne, und sagt, Wahnsinn, wie gut dieses James-Webb-Teleskop ist, dass es so eine feine Auflösung schafft von dieser Sonne. Fällt jemandem was auf? Was da nicht stimmen könnte an dem Bild? Also später kam raus, ja. Also der Hintergrund ist ja komplett schwarz. Das ist ja irgendwie nicht sehr typisch für einen Ausschnitt aus dem Weltall. Ja, obwohl die machen das manchmal, wenn sie nur einen Planeten oder dann kann sein, dass hier eigentlich noch Sterne sein müssten. Ja, aber könnte einem vielleicht zu denken geben, ne? Es ist schwarz, aber der Stern selber, ja. Nee, sag ruhig. Na, wenn es sozusagen eine bestimmte Struktur ist auf der Oberfläche einer Kugel, ja, dann müsste es auch perspektivisch verzerrt sein an den Rändern. Ja, das ist eine gute Beobachtung. Das heißt, was ist dein Votum? Na, es ist ein zweidimensionales Objekt. Und was ist es wahrscheinlich? Wahrscheinlich Chorizo, oder? Ja. Ist ein zweidimensionales Objekt, ist eine Salami. Ja, ist eine Salamischeibe. Also er hat eine Salamischeibe gepostet. Man kann es vielleicht genau ein bisschen erkennen, dass es jetzt an den Seiten nicht verzerrt ist. Also das heißt, die Fettstücke in der Salami, die dann vielleicht wie so Sonnen
Feuerwirbel aussehen, die müssten sich ja so ein bisschen krümmen. Und er sagt damit, er wollte er hat das aufgelöst, als ungefähr 9000 Leute es geliked haben. Inzwischen haben es 20.000 geliked. Dann nach ungefähr 9000 Likes hat er gesagt, ihr dürft nicht so autoritätenhörig sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der beste Weg ist, weil man sich normalerweise auf offizielle Leiter von offiziellen Forschungsstellungen verlässt. Wenn die jetzt auch anfangen, so Witze zu machen, ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Ne? Aber er wollte zeigen, man muss immer vorsichtig sein. Und wenn ich jetzt immer nachschaue, ob jemand, der bei der NASA arbeitet oder beim Astronomischen Teleskop, aber nicht wirklich eine Salamischeibe genommen hat, wird es ein bisschen aufwendig. Aber trotzdem ist interessant, ne? Wenn es jemand sagt mit Autorität und man sieht so ein Bild, könnte man es für echt halten. Aber humorvoll gemeint. Anderes humorvolles Beispiel kommt von einem Diskussionsforum von Astronomen. Die machen das Spiel, ist das ein Planet oder eine Bratpfanne? 9, 8 Planeten und eine Bratpfanne. Wo ist die Bratpfanne? Das ist der Mond, das ist klar, das ist echt. Ja. Ja, links in der Mitte ist die Bratpfanne. Man sieht es ein bisschen an diesen Linien, also das kann die Unterseite oder vielleicht ist es auch die Oberseite, ne? So, das ist vielleicht so eine beschichtete Pfanne, wo jemand so oft gekratzt hat. Man sieht so ein bisschen die Kratzer, aber wenn man es nicht gesagt bekommt, weiß man es vielleicht nicht. Und das Bild kommt interessanterweise von einem Künstler, der heißt Christopher Jonassen. Und der macht nur Planeten mit Bratpfannen. Das sind alles Bratpfannen. Ja, das ist seine, also das ist ein Fotokünstler, der Bratpfannen nimmt und die dann so ein bisschen farblich bearbeitet, aufhält und, was du vorhin gesagt hast, ist aber auch so beleuchtet, dass man so eine Illusion hat einer Kugel. Dass man nicht sieht, also manchmal sieht man, dass es eine Fläche ist, aber manchmal hat man auch den Eindruck, dass es eine Kugel ist, einfach nur durch die Beleuchtung. Von dem haben sie das genommen, das ist ein Kunstprojekt. Aber auch da, man könnte auf den ersten, zweiten oder dritten Blick denken, dass das Planeten sind. Auch humorvoll oder künstlerisch gemeint, also nicht ganz ernst gemeint, trotzdem interessant. Genau, und jetzt kommen wir vielleicht auch zu einem Bereich, wo es ja, etwas einschlägiger ist und wo es vielleicht auch was mit Politik zu tun hat und dann natürlich dann auch relevanter wird. Ne? Also nämlich diese, wenn man sich diese digitalen Bildfälschungen anschaut. Ne? Wir haben schon über die Überschrift geredet, das Ende der Wahrheit ist natürlich jetzt die Zuspitzung für den Titel des Spiegel. Und man könnte so den Eindruck bekommen, schon wieder wird so ein postfaktisches Zeitalter eingeleitet. Ne? Erst als es die Fake News gab, so 2015, 16, 17, haben alle vom postfaktischen Zeitalter geredet. Es ist nicht eingetreten, weil uns liegt die Wahrheit immer noch am Herzen und Wahrheit ist ein zentraler Begriff, ohne den wir gar nicht denken und handeln und sprechen könnten. Das Gleiche passiert jetzt wieder. Jetzt sind es die Bilder, die uns angeblich so schlimm täuschen, dass wir jetzt an der Wahrheit zweifeln müssen. Das ist natürlich nicht der Fall. Ne? Aber wir müssen vielleicht etwas vorsichtiger sein. Der Philosoph, ich kannte den vorher nicht, Amitai Etzioni, der in diesem Artikel da interviewt wird, sagt, künstliche Intelligenz wird die Wahrheit zerstören. Sehr metaphorisch ausgedrückt für einen Philosophen. Würde ich sagen, das ist absolut nicht der Fall, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, auch hier geht es eher um eine Frage der Verlässlichkeit, nicht der Wahrheit. Es ist eher eine epistemische Frage, eine Frage, die was mit Wissen, Verlässlichkeit zu tun hat, nicht damit, ob etwas wahr ist. Weil ich mich natürlich jetzt immer fragen muss, bei einem Bild, das ich sehe, ist das, wie ist das entstanden? Ist da was in der Welt gewesen, was fotografiert wurde? Oder ist das komplett künstlich erzeugt worden? Das habe ich mich vielleicht vorher auch schon gefragt, weil wir alle wussten, Bilder werden bearbeitet und geschönt und Hautrunneinreiten werden weggepixelt und Leute im Hintergrund müssen verschwinden, damit der Strand so schön leer aussieht. Also all das haben wir erlebt schon und das kennen wir auch, das haben wir auch im Hinterkopf. Aber jetzt ist es halt noch, hat es nochmal eine neue Qualität. Ja, vielleicht bis zu dem Punkt und dann schauen wir uns mal ein paar so Deepfakes und andere Beispiele an. Ja? Ich finde ja, also da ist jetzt so, ist jetzt zu trainieren, jetzt Bilder zu erkennen, das ist natürlich Quatsch, weil da wird natürlich KI irgendwann auch Musikstücke hören, Musiker nicht aus KI oder ja. Echt war, aber ich würde sagen, so die Fake und
Ja. Ja. Journalisten, nicht ein Faktenchecker, sondern auch ein Bildchecker. Das heißt, ich muss in meiner Quellenauswahl, das ist wahrscheinlich kein A und O. Ja. Aber wir haben ja ganz viele Ressourcen. Jeder einzelne uns bei Stimme in meiner Situation könnte ich mich auch wahrscheinlich wochenlang mit beschäftigen. Ja. So, und man muss da noch mehr dann auf die Expertise. Und das ist natürlich Journalismus und diese Herausforderung. Ja, guter Punkt. Ich wiederhole es nochmal für die Aufnahme. Also je besser Fotos werden, aber du sagst auch Stimmen. Wir wissen zum Beispiel, dass ein Song von Drake gespielt wurde und dann kam plötzlich raus, da hat einfach jemand nur ein Programm geschrieben und hat die Stimme so gut getroffen, dass man es nicht mehr, dass auch Fachleute nicht mehr unterscheiden konnten, bis dann die Plattenfirma das gesagt hat, nee, das geht jetzt nicht, dass ihr sozusagen die Stimme klaut. Aber wir können also sozusagen Stimmen, Fotos, Sprache können wir imitieren und je besser das die Programme werden, desto weniger wird es möglich sein, für Einzelpersonen das zu erkennen und desto eher muss man sich darauf verlassen, dass es Experten gibt in der arbeitsteiligen Gesellschaft, die sowas machen wie Bild- oder auch Stimmenchecks sozusagen flankieren zu den Faktenchecks, die es jetzt schon gibt. Ne? Ja. Da müssen wir auch dieses Vertrauen, ich vertraue einer Quelle. Ja. Und da kommt dann Kompetenz, pseudowissenschaftlich oder ja. Also auch nochmal, sehr guter Punkt, ich auch noch als Ergänzung, ich jetzt wiederhole es nochmal, ne? Wir brauchen in einer Gesellschaft, in der wir uns auf Experten verlassen, auch das Vertrauen in diese Institutionen, dass die das dann richtig überprüfen. Du sagst noch, Vertrauen in Institutionen ist gesunken. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Die Vertrauen in die Medien, habe ich ja einmal gezeigt, ist relativ hoch in Deutschland. Nicht in allen Ländern. In Amerika ist es ein bisschen niedriger. Es mag auch in anderen Ländern niedriger sein, was weiß ich, vermutlich auch in Frankreich. Also in stärker polarisierten Ländern ist das Vertrauen in die Institutionen meistens auch etwas geringer. In Deutschland noch relativ hoch, aber es ist natürlich immer eine Gefahr, dass das vielleicht sinkt. Vor allen Dingen, wenn die dann solche Späße mit der Salami machen und das vielleicht nicht jeder als Spaß sieht. Und sich dann eher bestätigt sieht, dass die einen an der Nase herumführen. Ja, das nächste Phänomen, was ich diskutieren will, sind Deepfakes. Das ist eine Studie, die gemacht wurde 2017. Da war das noch relativ teuer, solche Deepfakes zu erstellen. Hat sehr viele Tage gedauert und da saßen viele Programmierer dran. Mittlerweile können das Privatleute machen. Und die haben eine Videosequenz genommen, die nur gefüttert mit, also haben erst ihre AI gefüttert mit ganz vielen Aufnahmen von Obama, wie er spricht und wie er aussieht, also Videos, und haben dann eine Software entwickelt, dass so ein Obama-Avatar dort spricht und dann den Versuchspersonen das gezeigt und kaum jemand konnte noch sagen, welches der echte war und welches ein komplett generierter Obama war. Könnt ihr sehen, wer der echte ist? Ja. Das ist eine Fangfrage, sind alle falsch. Ja, also, aber man könnte es auch nicht, ne? Also selbst wenn der unten rechts jetzt echt wäre. Und das ist jetzt 6 Jahre her, ne? Und die Technik hat sich unglaublich verbessert in 6 Jahren, ne? Also das war der Stand vor 6 Jahren mit dem lustigen Titel Will the Real President Please Stand Up? Weil es bei Stars ja manchmal Kopien gibt. Und noch interessanter, habt ihr das vielleicht mitbekommen, von dem Video, wo Obama die Ansprache gehalten hat. Es ging ein Video rum 2018, wo er gesagt hat, make no mistake, President Donald Trump is a total and complete dipshit. Und dann läuft das Video weiter und plötzlich blendet es über zu Jordan Peele, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Regisseur und Schauspieler aus Amerika, und der hat ihn komplett gesprochen. Und das Programm hat live, so ähnlich wie das davor, die Stimme und die Gesichtsbewegungen animiert zu den Aussagen. Hier sieht man, ist nicht ganz gut getroffen, ne? Also man konnte es erkennen, aber auch das war eine Aktion, um zu zeigen, was schon potenziell möglich ist. Auch jetzt schon wieder 5 Jahre her, wenn irgendwelche Politiker mal in der Zukunft vor die
Mikrofone treten und uns irgendwas erzählen und wir gar nicht mehr so genau sagen können, war das jetzt ein Programm, das da abgelaufen ist oder hat die Person das wirklich selber gesagt. Das ist einfach nur so ein Beispiel, um mal so ein bisschen so einen Eindruck zu geben, was schon vor ein paar Jahren möglich ist und dann kommen wir gleich noch zu ein bisschen aktuelleren Beispielen. Es gibt auch Deepfakes, habt ihr die vielleicht schon mal gesehen, von berühmten Kunstwerken und Fotografien. Das ist auch eine Software, die entwickelt wurde, die Bilder, also zweidimensionale Fotos oder Bilder, so animiert, als seien die Personen lebende Personen. Und dann hat dann die Mona Lisa gelächelt und sich bewegt und es gab ein kurzes Video von Dalí oder von dem Mädchen mit dem Perlohrring und jeweils, nicht immer, aber es sieht schon relativ stark danach aus, als ob das jetzt wirklich so eine Sequenz ist und das ist dann nur das Still, sozusagen das Standbild von einer längeren Sequenz. Auch einfach nur eine Software, die hat ein einziges Foto bekommen, mehr nicht. Und man hat den Eindruck, da bewegt sich jemand, spricht oder singt vielleicht. Ja, das muss ich auch noch sagen, nicht alle AI-Programme sind perfekt ausgereift. Das ist jetzt auch wieder ein Netzfund, ging gestern bei Twitter rum. Da hat jemand einem AI-Programm oder einer Datenbank gesagt, mach mir mal einen Trailer zu dem Film Heidi. Und das sieht eher aus wie so ein Horrorfilm. Das ist ein Standbild, das ist die arme Heidi. Da sind irgendwelche, im Kino sitzen irgendwelche Schafe und Rinder. Irgendwelche mit Mistgabeln und Fackeln geht das Dorf auf irgendwen los und auch die Rinder sehen nicht hyperreal aus. Ja? Auch das passiert, ist manchmal lustig. Aber es gibt mittlerweile auch Bildfälschungen, die schon sehr echt sind, wo man schon sehr, also eigentlich durch sein Weltwissen wieder weiß, das kann eigentlich nicht sein, aber man es eigentlich nicht erkennen kann, dass das eine Fälschung ist. Das ist von einem gar nicht so erfolgreichen Instagram-Account, der heißt Cirque du Kitsch, ja, Kitsch-Zirkus. Die machen relativ viele solche Sachen. Berühmte Leute, die im Diner einschlafen, Tom Hanks oder Prinz Charles oder Kim Jong-un. Schon schwer irgendwie zu erkennen, dass das nicht echt ist. Und jetzt wird es auch ein bisschen, sagen wir mal, gesellschaftlich und politisch relevant. Das kann man ja immer noch machen. Er sagt, das ist ja irgendwie lustig und so einen großen Brokkoli gibt es einfach nicht. Oder so eine große Zucchini. Der Gewinner letztes Jahr vom Sony World Photography Award, ein relativ prestigereicher Fotografiepreis, war Boris Eldaxon. Hat das jemand mitbekommen, die Geschichte? Der hat dieses Bild eingereicht, das er gemacht hat. Das heißt The Electrician. Und ist dann auf die Bühne gegangen, um den Preis in Empfang zu nehmen. Hat gesagt, habe ich gar nicht selber gemacht. Hat ein Programm gemacht. Er hat DALL-E 2 genommen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, also die Firma OpenAI hat das Programm bereitgestellt. Und er hat das dann bei der Preisverleihung enthüllt, dass das kein echtes Bild ist, aber die Leute, die ihn ausgezeichnet haben, waren ja wahrscheinlich Experten für Fotokunst und haben ihm einen Preis gegeben. Natürlich hat er es gemacht, um auch darauf aufmerksam zu machen, aber haben ihm einen Preis gegeben für ein Bild, das künstlich erzeugt wurde. Das kann man sagen, na gut. Vielleicht sind die Kriterien auch so, dass man ja nicht unbedingt da wirklich Menschen gehabt haben muss. Vielleicht darf man auch Fotos bearbeiten oder verändern. Aber es ist zumindest interessant, wenn man jetzt noch Fotopreise vergibt, dass man sich vielleicht noch fragen muss in der Zukunft, war die Person wirklich dort und hat die tolle Landschaft oder diese besondere Szene da aufgenommen? Oder ist es einfach sind sehr gute Prompts und ein bisschen gute Nachbearbeitung, die dann zu so einer Art Gesamtkunstwerk führen? Moholy Notch, wisst ihr, vielleicht hat gesagt, ne, Fotografie ist mit Licht malen, könnte man sagen. Ne, das ist dann, kommt vielleicht dann eher einer neuen Art des Malens oder der eine neue Form der Piktografie, also der Bildkunst nahe und ist gar nicht mehr so nah an der Fotografie, wo man gesagt hat, ich habe irgendwie einen Apparat oder eine Kamera, um irgendwas einzufangen, auch wenn da natürlich auch mit Effekten gearbeitet wird.
Wenn keine Fragen kommen, ich habe noch ein Beispiel. Jetzt wird es noch politisch relevanter. Bildfälschung wird inzwischen natürlich auch für politische Propaganda verwendet, wie zu erwarten. Und auch das ist ein echtes Wahlplakat. Nein zu noch mehr Flüchtlingen von Norbert, wie heißt er, Kleinwächter, immerhin stellvertretender AfD-Fraktionsvorsitzender. Und der hat das Bild auch generiert. Ne? Wir lernen, die Flüchtlinge haben 6 Finger und 2 Zahnreihen, ja, sind irgendwie gefährlich und aggressiv. Er wurde von einem Journalisten darauf angesprochen, hat gesagt, sie bedienen ja die übelsten Stereotype. Und dann hat er aber als Antwort auch gesagt, ja, das ist durchaus beabsichtigt, Stereotype zu bedienen. Ja? Das ist halt Wahlkampfwerbung mit Stereotypen. Und wenn man die Stereotype nicht in der echten Welt finden kann, das hatten wir auch schon mal bei Fake News, dann kann man jetzt vielleicht das Programm anwerfen, dass das dann in dem Fall sogar eher schlecht als recht erfüllt, was man sich so vorstellt, was auf so einem Plakat sein sollte. Also es hat auch natürlich auch eine politische Relevanz. Vielleicht mal das erstmal so zu dem Abschnitt Bilder so verändern oder künstlich erzeugen, dass man denken könnte, sie sind echt. Das ist vielleicht die typische Art, wie man manipuliert. Entweder das Bild verändert oder ein künstliches Bild erzeugt, was heutzutage viel, viel leichter möglich ist. Erster Teil. Im zweiten werde ich mir gleich nochmal anschauen, was mit Bildern passiert, auch mit echten Bildern, wie die uns beeinflussen. Da gibt es natürlich auch Forschung dazu. Das ist etwas subtiler. Mal noch einen ganz kleinen Exkurs. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, dass Bilder ja auch Zeichen sind. Fotos fasse ich jetzt auch als Bilder, ne? Und man kann sagen, das sind Zeichen. Und es gibt einen Bereich in der vielleicht Sprachphilosophie oder Anthropologie, den man Semiotik nennt. Das ist jetzt irgendwie kein eigenes Unterrichtsfach oder kein eigenes Universitätsfach geworden. Es gab sogar dazu mal einen Lehrstuhl in Italien, den Umberto Eco, der Schriftsteller und Philosoph, besetzt hat. Aber das ist jetzt nicht eine große eigene Disziplin geworden, aber es ist so ein Teilbereich. Ich könnte sagen, Zeichentheorie gehört ein bisschen zu, vielleicht zur Sprachphilosophie, zur Linguistik, auch zu Teilen der Anthropologie, dass man sich fragt, naja, wir Menschen kommunizieren doch mit Zeichen, aber wir verwenden verschiedene Zeichen, um zu kommunizieren. Und das kann man sich vielleicht so klar machen, dass man sagen kann, das sind zwei verschiedene Zeichen jetzt, sehr etwas vereinfacht prototypisch. Das linke nennt der Philosoph Charles Sanders Peirce, nicht Peirce, sondern Peirce wird er ausgesprochen, nennt das ein symbolisches Zeichen. Buchstaben und Wörter sind für ihn symbolische Zeichen. Steht für ein Haus, das Wort. Und wenn man ein Bild hat von einem Haus, dann nennt er das ein ikonisches Zeichen, hatte ich am Anfang schon mal gesagt. Symbol und Ikon. Ja? Symbolhaftes Zeichen und bildhaftes Zeichen. Und man kann sagen, beides sind Repräsentationen, die für etwas stehen, aber sie funktionieren auf eine etwas andere Weise. Ein typisches Beispiel für symbolische Zeichen sind Wörter. Man kann sagen, mit den Wörtern repräsentiere ich die Welt. Ja, weil ich kann etwas über Häuser zum Beispiel aussagen. Ich kann sagen, da hinten steht ein Haus, da habe ich eine Aussage gemacht über die Welt. Und bei ikonischen Zeichen sind die typischen Beispiele Bilder. Das ist jetzt ein sehr einfaches Bild, sehr schematisch. Könnte auch ein Foto sein oder ein Gemälde. Und die repräsentieren auch die Welt. Ne? Ich habe jetzt hier ein Haus, das bildet auch ein Haus ab, steht für ein Haus. Wir verwenden Icons und Emoticons, wenn wir Kurznachrichten versenden. Ne? Da haben wir eine riesige Palette jetzt von allen möglichen Zeichen, die wir auch teilweise verwenden, damit sie für irgendwas stehen. Und der wichtigste Unterschied ist, das hatte ich schon am Anfang gesagt, ein Haus als Schriftzug, H-A-U-S, hat keine Ähnlichkeit mit einem Haus. Da könnte jetzt auch Maison stehen, französisch. Ja, es ist vollkommen arbiträr, ja, es ist beliebig. Man hat irgendeine optische oder akustische Folge und hat einfach gesagt, na, das steht jetzt für das Haus. Es gibt keine Ähnlichkeit. Symbolische Zeichen haben keine Ähnlichkeit mit dem, für was sie stehen. Aber ikonische Zeichen haben eine Ähnlichkeit mit dem, für was sie stehen. Das wird gleich noch wichtig werden. Denn man kann sagen, ne, Häuser haben oben das Dach und unten die Eingangstür
und auf dem Dach ist der Schornstein. Also man hat eine zweidimensionale, sehr schematische, vereinfachte Abbildung des Hauses da draußen. Es gibt einen bildhaften Zusammenhang. Vielleicht stimmen die Proportionen nicht perfekt, aber so auf einer ganz basalen Ebene ist das eine bildhafte Repräsentation, eine zweidimensionale Repräsentation von einem dreidimensionalen Objekt da draußen in der Welt. Und wenn wir über Fotos reden, ist das auch so. Wenn ich jetzt ein Foto mache hier von dem Hörsaal, dann ist das eine zweidimensionale bildhafte Repräsentation, die dadurch, dass diese über diese Pixel funktioniert, dem Betrachter den Eindruck gibt, aha, da hinten sitzen welche, hier vorne sitzen welche, da sind Stühle, da sind die Fenster und so weiter. Also dort, wo die Dinge in der Welt sind, sind sie dann am Ende auch analog auf dem Foto. Es gibt eine Ähnlichkeit, eine abbildartige Ähnlichkeit mit dem, für was es steht. Das Interessante ist, man kann symbolische Zeichen zu Sätzen kombinieren. Ich kann sowas sagen wie, das Haus gehört meinem Onkel oder meiner Tante. Mit ikonischen Zeichen, mit Bildern kann ich das nicht machen. Leute sagen immer, ja, Hieroglyphen ist doch auch so eine Bilderschrift, die werden doch dann auch, da werden auch Bilder hintereinander gezeigt. Das stimmt nicht. Es gibt zwar Bilderschriften, wo man sagt, für jedes Objekt in der Welt gibt es ein Bild oder ein Zeichen, solche Sprachen gibt es. Aber die ganzen Funktionswörter, zum Beispiel gehören und mein, dafür gibt es kein bildhaftes Zeichen. Also diese abstrakten Zusammenhänge, Verben, Funktionswörter, Artikel, Negation und so weiter, dafür gibt es kein bildhaftes Zeichen. Das kann ich nur in den symbolischen Zeichen ausdrücken. Kann ich nicht mit bildhaften Zeichen ausdrücken. Und natürlich hatten wir auch am Anfang gesagt, Sätze können wahr oder falsch sein. Der Inhalt von Sätzen kann wahr oder falsch sein. Wir können aber bei ikonischen Zeichen, bei Bildern nicht wörtlich sagen, dass sie wahr oder falsch sind. Sie können echt wirken, das hatten wir am Anfang. Wir können den Eindruck uns vermitteln, dass da wirklich etwas in der Welt ist, das da jetzt abgezeichnet oder fotografiert wurde. Wenn ich weiß, wenn das Fotos sind, dann habe ich oft den Eindruck, das war genau so. Das ist jetzt so ein Ausschnitt, von einer Raumzeitstelle, eine zweidimensionale Repräsentation einer dreidimensionalen Raumzeitstelle. Aber wir können nur sagen, sie sind wahrheitsgetreu oder echt, aber sie sind nicht wörtlich wahr oder falsch. Ja, es ist ein bisschen so Zeichentheorie. Wenn ich das einmal klar gemacht habe, dann sieht man jetzt gleich auch, warum Bilder in manchen Hinsichten auch eine andere Wirkung haben und eine andere Suggestionskraft haben als Sätze. Und vielleicht auch, warum man mit Bildern täuschen, aber nicht lügen kann, während man mit Sätzen lügen kann. Und wenn es erfolgreich ist, auch Leute täuschen kann mit den Lügen. Fragen dazu? Ja. Wie würdest du es theoretisch umschreiben oder paraphrasieren, wenn man jetzt ein Bild macht von einem Satz? Das kann ja wahr oder falsch sein. Bild ja. Wenn man ein Bild macht von einer linguistischen Buchstabenrepräsentation eines Satzes. Ja. Es gibt Hybridformen und es gibt auch, in der Kunst wird damit ein bisschen gespielt. Also es gibt zum Beispiel einen Künstler, zum Beispiel Magritte, aber ich denke gerade an, wie heißt der mit Vornamen? Tim Ulrichs. Der hat ein Kunstwerk geschaffen, das heißt Concrete Poetry, besteht aus Concrete, aus Zement und sagt Concrete Poetry. Also es ist sowohl ein Objekt, das einfach nur erstmal für sich steht als Betonobjekt, aber es ist gleichzeitig auch, man kann es auch so lesen, dass es ein Schriftzug ist, nämlich der sagt Concrete Poetry. Es ist sozusagen beides, es ist ein ist jetzt nicht direkt bildhaft, aber es ist sozusagen ein künstlerisches Objekt und ein Schriftobjekt. Und dann würde ich sagen, wenn jetzt jemand ein Foto macht, wiederum von irgendwas Schriftlichem, dann, und ich erkenne den Schriftzug darauf, dann würde ich sagen, habe ich beides. Ich habe das Foto, das Bild von einem Schriftzug, den ich irgendwo anders gesehen habe, aber gleichzeitig kann ich das auch interpretieren als eine symbolhafte Kette von Zeichen. Es gibt auch umgekehrte Fälle, dass Leute manchmal vielleicht irgendwo Schriftzeichen entdecken, wo sich am Ende rausstellt, das waren gar keine. Es gibt manchmal so die Muster, die Holzwürmer machen.
sieht dann vielleicht aus wie drei Buchstaben oder eine Wolkenformation oder so. Ne? Dann sagt man, es ist natürlich entstanden, aber ich kann es lesen, als ob da jetzt was steht. Als ob das jetzt, als ob da LSD steht zum Beispiel. Ja. Und der umgekehrte Fall, ASCII Art? Was ist das nochmal? Man erzeugt aus Buchstaben, wo man dann aber nicht den linguistischen, semantischen Gehalt davon nimmt, sondern wie der Buchstabe aussieht. Und man erzeugt damit Bilder. Ach so, genau. Könnte auch sein. Genau, dann verwende ich natürlich die Buchstaben für sich, die haben ihre Funktion in diesem Alphabet, aber wenn man sie dann zusammennimmt, das war früher so eine, diese, schon mal so die Anfangsästhetik in den 90er Jahren der ersten Computer, die haben dann irgendwie so eine Szenerie oder einen Kopf ausgedruckt und der war nur mit ASCII, also mit den Schriftzeichen verwendet. Wir sagen, es sind solche Mischformen. Wir kennen auch, das hatten wir ganz am Anfang mal, als wir darüber geredet haben, man kennt auch so Mischformen bei so Straßenschildern, ne? Wenn da steht, man sieht, was weiß ich, ein Fußgängerpaar und das ist durchgestrichen, dann ist das Fußgängerpaar ein ikonisches Zeichen, weil es bildet Menschen ab, vielleicht sogar in den Proportionen Mutter mit Kind oder Vater mit Kind, ich erinnere mich nicht mehr genau, wie das aussieht. Und das durchgestrichen, hier soll man nicht Fußgänger sein, ist aber wiederum ein symbolisches Zeichen, weil es sagt Nein. Ne? Nein kann man nicht ikonisch darstellen, also es gibt auch diese Mischformen. Ne? Und es gibt Reste von ikonischen Zeiten in der natürlichen Sprache, die Onomatopoeie oder Poesie genannt, also die Lautmalerei, wenn ich sage knacken zum Beispiel oder summen, brummen, knattern und so weiter, also bestimmte klatschen, also bestimmte Wörter, die das nachahmen, für was sie stehen. Das gibt es noch so restartig. Ich kann auch sagen, der Plural hat so was Ikonisches, weil der Plural ist zeichenartig, ist ein bisschen bildartig, weil der Plural ist immer mehr als der Singular in den meisten, bis auf ganz wenige Ausnahmen, in den meisten Sprachen ist das mehr und es steht auch für etwas mehr, ne? Haus, Häuser. Also solche Reste gibt es von Ikonizität, sagt man in der Sprache, aber das sind sozusagen Sonder- und Grenzformen. Und in der Kunst wird da oft gern mit gespielt. Das kann manchmal ganz geistreich sein, wenn man die beiden Ebenen überlagert. Genau, aber wenn man sich das so klar macht, ne? Wörter, darüber haben wir die ganze Zeit gesprochen, haben ihre Eigenarten. Jetzt schauen wir uns an, Bilder sind zwar nicht wörtlich wahr, aber sie haben trotzdem, werden wir gleich sehen, auch was mit Wahrheit zu tun. Also jetzt nochmal zur Macht der Bilder, wie sie uns beeinflussen, wenn sie uns jetzt nicht so täuschen, dass wir denken, das war so, sondern auf andere Weisen. Also wie man Leute mit echten oder auch gefälschten Bildern manipulieren kann. Jetzt geht es gar nicht so sehr darum, ob die Bilder echt oder nicht echt sind, sondern wie sie eingesetzt werden. Und ich möchte so 5 Sachen, habe ich mir rausgegriffen, was man sich anschauen kann, wo Bilder eine Rolle spielen, also bei dem Erzeugen von Emotionen, das ist irgendwie sehr naheliegend. Dann gibt es den Vertrautheitseffekt, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, das ist sehr, sehr spannend. Also Dinge, die man oft gesehen hat, geben so ein Vertrautheitsgefühl, das hat bestimmte Effekte. Perspektive, hatte die Kommilitonen am Anfang schon gesagt, spielt eine große Rolle. Welchen Ausschnitt nehme ich mit den Bildern, vor allen Dingen mit den Fotos. Bild-Textschere hatten wir auch schon bei Fake News, das kann Worte und Bilder zusammen, schließt vielleicht ein bisschen an deine Frage an, zusammen können nochmal neuen Sinn erzeugen, weil sie im Zusammenspiel wiederum die Interpretationsmaschinerie im Kopf anwerfen. Dann gibt es so ein Phänomen, das nenne ich Prototypenverschiebung, da muss 5 stehen, ein bisschen vertan mit den Zahlen, und 6, es gibt auch so ein Gefühl von, so eine Art essentialistisches Denken, wenn wir Bilder sehen und dass uns Bilder so ein Wahrheitsgefühl geben. Was sich dahinter verbirgt, sage ich gleich. Ich fange mal an mit dem ersten, mit Emotionen. Es gibt in der Emotionsforschung, wir hatten schon einmal über Emotionen gesprochen, gibt es Untersuchungen zu dieser Valenz von bestimmten Emotionen. Ne? Also es gibt Wörter und Dinge, die lösen starke positive oder negative Emotionen in uns aus. Und man kann die Leute dann immer fragen, wie stark negativ oder positiv empfindest du das? Und das ist normiert. Da gibt es ganze Datenbanken, die man dafür verwenden kann. Das ist weltweit untersucht. Gibt es bestimmte Auslöser. Und natürlich können Bilder, deshalb werden sie auch so eingesetzt in der Werbung, im Film, ja, aber auch natürlich in der Politik, starke Emotionen hervorrufen. Also für diese ästhetischen, könnte man sagen, oder emotionalen Effekte werden Bilder oft verwendet. Ne? Ach so, genau. Also wenn ich so sage, Spinne, es passiert nicht so viel. Wenn ich das sehe, kann man messen, löst stärkere Reaktionen aus. Nicht bei jedem, aber das Wort Spinne, ein bisschen was passiert da, wenn man so eine Spinne sieht und je näher sie einem ist und je echter sie wirkt, desto stärker wird die Amygdala,
ist der Mandelkern im Hirn aktiviert, der auf bestimmte Reize mit Angst reagiert. Ne? Und dann hat man auch so eine aversive Haltung, man möchte dann auch nicht in der Nähe sein. Und wenn ich sage lachendes Kind, ja, das klingt erstmal ganz positiv, sagen die Leute, aber wenn sie ein lachendes Kind sehen, löst das stärkere positive Emotionen aus. Ne? Beide sagen dasselbe, einmal Spinne und ich zeige die Spinne, ich sage lachendes Kind und zeige das lachende Kind, aber ne, naheliegend Bilder werden unmittelbar, schnell, direkt verarbeitet. Wir sind stammesgeschichtlich darauf ausgerichtet, Kinder süß zu finden, lachende Kinder noch süßer und Schlangen und Spinnen zum Beispiel sind angeborene Angstauslöser. Ne? Das sind kulturunabhängig nachgewiesen. Da reagieren wir sehr stark drauf. Ja? Sehr naheliegend, Emotionen, erster Punkt. Der zweite ist subtiler, aber auch sehr spannend, das ist dieser Vertrautheitseffekt. Dazu gibt es relativ viel Forschung. Es gibt so eine Art Vertrautheitsgefühl, das hat ein Forscher, der heißt Zayens, wird er ausgesprochen, Zayong geschrieben, 1968 herausgefunden, Mere-Exposure-Effekt hat er das genannt. Also wenn man Dinge öfter sieht und die neutral oder positiv sind, werden die, je öfter man sie sieht, empfindet man sie als besser. Und nicht nur als besser, sie erscheinen besser, schöner und wahrer, je nachdem, was es ist. Also Sätze, die man schon oft gehört hat, wenn man die immer wieder hört, klingen sie etwas überzeugender plötzlich, wenn man sie schon öfter gehört hat. Menschen, die man häufiger gesehen hat, werden etwas schöner. Die Dinge, die Orte, an denen man gewesen ist, werden etwas besser. Man fühlt sich wohler dort. Das ist ein Grund, warum man zum Beispiel zu Hause bei sich, wo man das sehr gut kennt, sich eher ein bisschen wohler fühlt und vielleicht etwas unwohl, wenn man in eine neue Umgebung kommt. Und es ist so eine Art, wie so eine Art Emotion zweiter Stufe, die unsere Wahrnehmung nochmal so einfärbt. Die sagt uns, das ist was Positives. Das hat man getestet auch bei Tieren, bei Küken ist das zum Beispiel so, wenn man Küken eine Streichholzschachtel gibt, wenn die schlüpfen und die spielen nur mit der Streichholzschachtel, wollen sie dann später auch nur noch mit Streichholzschachteln spielen und nicht mit ihren Kameraden. Die finden es dann eher ein bisschen komisch, wenn sie die anderen Küken sehen, spielen sie gerne mit anderen Küken. Aber nur das, wozu sie Exposure hatten, was sie häufig gesehen haben in einem positiven Umfeld, finden sie ein bisschen besser. Und das wird manchmal stammesgeschichtlich oder evolutionär so erklärt, dass man sagt, naja, wir mussten unsere Vorfahren, die frühesten Menschen mussten so Detektoren haben, wo ist es sicher. Also wenn ich immer auf eine Lichtung gehe und da passiert mir nichts Schlimmes, dann habe ich das Gefühl, das ist ein Ort, da fühle ich mich wohl, da gehe ich häufiger hin. Also was mir vertraut ist, gibt mir so ein positives Gefühl. Oder umgekehrt, was Neues, da gehen die Alarmglocken an, da muss ich vorsichtig sein, das sind ja potenzielle Gefahren. Das könnte ein Grund sein, warum das bei allen Menschen nachweisbar ist. Und das Interessante ist, es ist in allen Sinnesmodalitäten nachweisbar, bei Menschen und bei Tieren und egal, was man sich anschaut. Also es gibt unglaublich viele Experimente dazu, ich würde sagen jetzt mit sicherlich über 100 inzwischen, die das nachgewiesen haben. Ich habe ein paar lustige rausgenommen, aber sie haben vor allen Dingen, kann man es auch sehr gut zeigen, bei Dingen, die bildhaft sind. Ein Versuch, der gemacht wurde von Monahan, die haben Folgendes gemacht, das sind Pseudozeichen. Die sehen aus wie asiatische Schriftzeichen, die existieren aber nicht. Also wenn, dann würden sie nur durch Zufall wie echte Schriftzeichen aussehen. Also die sind computergeneriert. Jeder, der keine asiatische Sprache lesen kann, würde vielleicht denken, ah ja, okay, das ist vielleicht Chinesisch, Japanisch, Koreanisch oder so. Und diese Zeichen wurden das war noch vor digitale Zeit, in den 90er Jahren, in so Uni-Zeitschriften abgedruckt. Immer auf irgendeine Seite haben sie das abgedruckt und das haben viele Studenten gelesen. Das haben die über Monate gemacht, haben immer diese Zeichen irgendwo abgedruckt. Und dann haben sie danach einen Versuch gemacht mit einer Versuchsgruppe, denen haben sie so ein paar von den Zeichen gezeigt und haben gesagt, was glaubst du, hat das Wort, für das das Zeichen steht, ist das eher ein positives oder ein negatives Wort? Und die haben eher gesagt, das ist ein positives Wort, als eine andere Gruppe aus einer anderen Universität, wo es nicht so eine Zeitung gab und die keine Zeichen gesehen haben. Also wenn sie häufiger, und noch, das war nicht bewusst, ne, das war irgendwo abgedruckt, also es war im Vorbeiblättern hat man das vielleicht ein paar Mal gesehen, die haben sicherlich nicht bewusst sich dieses oder dieses Zeichen gemerkt, aber allein, dass es immer da war, wie so ein Logo im Hintergrund,
gab es schon einen Effekt, dass die als positiver gesehen wurden, obwohl man natürlich keine Ahnung hat, was die Bedeutung ist von Zeichen, die noch nicht mehr existieren, aber von einer Sprache, die man gar nicht kennt. Also bekannte Zeichen, bekannt nur im Sinne von, habe ich schon mal gesehen, vielleicht gar nicht bewusst gesehen, fühlen sich positiver an. Zweites Experiment von James Cutting, der hat Vorlesungen gemacht in Kunstgeschichte, auch an der Universität, und hat einen interessanten Fall gehabt, dass er dieselbe Vorlesung an zwei Tagen gehalten hat, sagen wir mal Dienstag und Donnerstag. Und da dienstags hat er immer Bilder genommen von unbekannten Impressionisten. Hat herausgefunden, welche Impressionisten so die zweite und dritte Garde sind, die man selten in Büchern sieht und nicht kennt. Hat er extra rausgefunden und hat er die immer so als Hintergrundbilder genommen von seinen Folien. Und dieselbe Vorlesung hat er gehalten mit der zweiten Gruppe an einem anderen Tag, da hat er keine Hintergrundbilder genommen. Und danach sollten die beiden Studentengruppen beurteilen, wie sie die Bilder, ob sie die ästhetisch ansprechend finden. Und die Gruppe, die als Hintergrundbild wahrscheinlich auch nicht bewusst gesehen hat oder so ein bisschen, fand diese Bilder, ich glaube, das ist ein Monet, ist wahrscheinlich ein bekannteres, das hat er jetzt nicht genommen, aber fanden solche Bilder ästhetisch ansprechender als die Gruppe, die Bilder nicht gesehen hat. Also allein durch die Wiederholung, dass man es ein paar Mal gesehen hat auf Folien, findet man etwas ästhetisch ansprechender. Wenn man das generalisiert, könnte man sagen, naja, wer es einmal schafft, in einer Galerie oder in einem Museum zu landen, wird allein dadurch auch eine ästhetische Aufwertung bekommen, dass es viele Leute immer wieder sehen. Und irgendwann kommt es einem so bekannt vor, dass man vielleicht dieses Bekanntheitsgefühl verwechselt mit dem primären ästhetischen Urteil. Es vermischt sich mit dem, spricht es mich ästhetisch an und kenne ich es. Und dieses positive Gefühl, Vertrautheitsgefühl, von dem kenne ich, vermischt sich mit diesem anderen ästhetischen Werturteil. Also auch ein Effekt, den Bilder haben. Und jetzt ist auch naheliegend, ne, das ist natürlich in der Werbung auch so, auch das kann man zeigen, bekannte Produkte schmecken ein bisschen besser als unbekannte Produkte. Also wir wissen sofort, weil wir das schon so oft gesehen haben, welches Produkt das ist. Das war eine Werbung von Coca-Cola, die haben das Logo weggelassen, weil sie einfach gezeigt haben, wir brauchen gar kein Logo mehr. Wir sind schon so präsent, es reicht die ikonische, im doppelten Sinne ikonische Flaschenform. Aber Leute greifen auch im Supermarkt eher zu dem, was sie kennen. Ne? Es sei denn, man kauft wieder bewusst ein, preissensibel zum Beispiel. Aber normalerweise reicht es in der Werbung, auch immer wieder präsent zu sein, weil die Leute das, was sie oft sehen, auf Plakaten, in den Apps und so weiter, für positiver halten. Und letzter Punkt nochmal zu dem Mere-Exposure-Effekt. Das geht jetzt eher in Richtung Musik, ist jetzt nicht mehr direkt Bilder, aber wir hatten auch vorhin ja eine Frage zu Musik. Es gibt eine super interessante Studie zu dem Eurovision Song Contest. Vielleicht gucken das einige. Da kam raus, wenn ein Song sehr oft gespielt wurde, bevor der Contest losgeht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der hoch bewertet wird, extrem an. Das war von 2012, ne? Das ist Måneskin, die Band, die hat natürlich dann noch nicht gespielt, die haben vor, ich glaube, 2 Jahren gewonnen, zu Recht, vielleicht noch dazu sagen, haben sie gewonnen. Aber wenn der Song oft gespielt wurde von einer Band vorher, dann haben ihn vielleicht viele schon gehört und finden ihn dann auch noch ein bisschen besser als einen Song, den man vielleicht zum ersten Mal hört, wo man sich so reinhören muss. Interessanterweise hat der Versuch aber auch gezeigt, dass es einen Kipppunkt gibt. Also bis zu einem bestimmten Punkt findet man immer besser. Und dann kennt man auch, kommt der Punkt, wo man denkt, jetzt kann ich den wirklich nicht mehr hören. Dann geht es wieder runter. Also man muss diesen Schleifpunkt treffen, zumindest bei diesen Versuchen, damit man mit dem Song Erfolg hat. Es kommt bestimmt eine Frage von einem Musiker. Ja. Ja. Eher, und das ist ja ein Problem. Ja. Wenn wir den Leuten ein Vertrauensgefühl sozusagen abtrainieren würden, ja. Würde vielleicht auch das Vertrauen in Institutionen. Also, ja. Das ist ja inzwischen ganz schön existenziell. Ja. Also, und das ist ja so, in manchen Teilen ist es gut, dass man sagt, okay, gerade in der Expertise muss ich ja. Ja. Super Punkt. Ich fasse das zusammen. Also perfekt, genau. Also es gibt eine Ambivalenz oder sagen wir mal ein Dilemma bei Vertrautheit, könnte man sagen. Ne? Einerseits
scheint das Vertrautheitsgefühl etwas zu sein, was mein Urteil eintrübt, negativ eintrübt, weil die Dinge, die mir bekannt vorkommen, irgendwie wahrer und besser erscheinen, aber das muss ja gar nicht so sein. Vielleicht so eine Variante von diesem My-Side-Bias, weil es mir nahe ist oder weil ich es kenne. Gleichzeitig will ich aber auch, dass Menschen Vertrauen in die Institutionen haben. Ich glaube, dass die Frage entspringt ein bisschen meiner Übersetzung. Das ist nicht die beste Übersetzung für Mere-Exposure-Effekt. Es ist eigentlich der, man müsste es irgendwie sagen, bloßer Kontakteffekt. Ich nenne das Vertrautheitsgefühl, weil es damit was zu tun hat, aber es ist nicht damit gemeint, Vertrauen im Sinne von der Zustand, ich vertraue auf die Institution, da muss ich gar nicht so ein starkes Gefühl haben, sondern Vertrautheit im Sinne von, es kommt Bekanntheitsgefühl, hätte ich es vielleicht nennen sollen. Hätte ich es Bekanntheitsgefühl genannt, dann sieht man, dass es Vertrauen in Institutionen ist eine Sache und ob mir etwas bekannt vorkommt und dadurch vertraut im Sinne von positiv, wohlig, kenne ich. So, das meine ich damit. Also vielleicht wäre Bekanntheitsgefühl eine bessere Übersetzung gewesen, um nicht diese Ambiguität des Wortes Vertrauen und Vertrautheit herzustellen. Ja. Andere Fragen? Okay, also ja, Vertrautheitsgefühl, das ist vielleicht deshalb interessant, weil natürlich auch in der politischen, sozialen Meinungsbildung in der Öffentlichkeit natürlich auch Bilder immer wieder verwendet werden oder bestimmte Bildarten und wir dadurch dann vielleicht auch so ein Vertrautheitsgefühl haben. Ne? Oder auch bei Wahlen, ne? Vielleicht ein Gesicht immer wieder gesehen haben und deshalb dann den Kandidaten oder die Kandidatin besser finden, weil sie uns vertrauter vorkommen. Also Vertrautheit. Subtile Formen der emotionalen Beeinflussung liegt nicht auf der Hand, aber auch spannend. Das dritte ist natürlich die Perspektive. Das hatten wir schon am Anfang, haben wir schon besprochen, ist auch sehr naheliegend, ne? Weil man einen Bildausschnitt sieht. Hier würde man denken, da ist ein Soldat, der einen anderen Soldat mit einer anderen Uniform, wahrscheinlich von der gegnerischen Seite, bedroht. Hier würde man denken, hier ist ein Soldat, der einem anderen Soldaten hilft und ihm Wasser gibt. Und es könnte beides der Fall sein. Ne? Wenn ich jetzt das eine suggerieren will, nämlich den linken Bildausschnitt, wenn ich das andere suggerieren will, nämlich den rechten Bildausschnitt, es steht sofort ein Problem, weil wir die Neigung haben, einen Ausschnitt der Wirklichkeit für die ganze Wirklichkeit zu nehmen. Ne? Also was du am Anfang gesagt hast, wenn ich das Bild links nur sehe und keine weiteren Informationen habe, ist meine erste Interpretation erstmal, oh, da wird jemand bedroht. Beim anderen denke ich, oh, da hilft jemandem in Not. Aber natürlich muss ich eigentlich von dieser Interpretation immer Abstand nehmen, weil ich ja gar nicht weiß, wie der größere Ausschnitt ist und ich weiß auch nicht, was davor und danach passiert ist. Es ist ja nur eine Momentaufnahme der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt, also ein ganz kleiner Ausschnitt. Aber wir Menschen haben die Neigung, Ausschnitte für das Ganze zu nehmen. Ich habe da gleich noch mehr dazu, weil das ist eine starke Neigung, die wir haben. Dass wir generalisieren und denken, ah, das steht jetzt für das ganze Geschehen. Das ist natürlich verführerisch. Wird manchmal auch in Karikaturen abgebildet hier, vielleicht ein ganz gutes Bild, ne? Der Ausschnitt auf dem Fernsehbildschirm ist nicht der von dem, was wirklich passiert ist. Aber wir kriegen manchmal den Eindruck. Und natürlich kann man durch Anschnitte alles Mögliche suggerieren. Hier denkt man, eine Löwenmutter ist ein Junges, wenn man so schaut. Von der anderen Seite sieht man, ne, der ist weggelaufen, muss zurückgetragen werden. Linke sieht brutal aus, das Rechte ist irgendwie eher so niedlich. Und davon gibt es natürlich ganz viele Arten von Bildern. Hier ganz berühmt geworden, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo Prinz William den Mittelfinger der Presse gezeigt hat. Sieht zumindest von da aus. Was hat er gemacht? Er hat halt abgezählt einmal, aber von der einen Perspektive sieht es halt aus wie der Stinkefinger. Von der anderen Seite ist es das aber nicht. Während der Gelbwesten-Proteste gab es diese Bilder, Paris brennt. Jetzt hat es interessanterweise wirklich gebrannt, das ist jetzt 2-3 Jahre her. Da wurde suggeriert, ne, das sind schlimme Feuer, es gab es auch teilweise. Aber bei dem Bild hier zum Beispiel ist jemand einfach nur sehr nah rangegangen. Ja? Also es sind Gelbwesten und wenn man von sehr, sehr nah ein Feuer aufnimmt und dann mit dem, ich glaube der Arc de Triomphe ist das, im Hintergrund, dann könnte man denken, oh, das ist ein ganz schön großes Feuer. In dem Fall ist es eher kleines Feuer, aber das war halt das Beste, was die Journalisten kriegen konnten. Abstandsregeln, ganz großes Thema. Ihr erinnert euch 2020,
Hier sieht es so aus, ich glaube, das war in Holland, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo das herkommt, als ob das die Menschen auf der Straße alle ignoriert hätten. Liegt aber nur an der Perspektive der Aufnahme. Dieselbe Schlange von der Seite aufgenommen. Also sie halten sich penibel an die Anstandsregeln, sag ich schon, an die Abstandsregeln. Aber natürlich kann ich es auch so aufnehmen, dass es aussieht, als ob sie direkt hintereinander stehen. Ja, also Perspektive auch naheliegend, ne, die Perspektive, aus der man aufnimmt und den Ausschnitt, den man zeigt, suggeriert eine bestimmte Interpretation der Welt. Textbildschere, noch ein Punkt. Hatten wir auch schon mal den Fall, als wir über Fake News gesprochen haben. Das war das Bild hier. Ihr erinnert euch, ne, Merkel gratuliert zur Kinderehe, wie gestört ist diese Person. In Wirklichkeit ist es der Besuch in einem syrischen Flüchtlingslager und die jungen Syrerinnen haben diese traditionellen Gewänder an, weil aber die Männer im Hintergrund schwarze Anzüge haben. Könnte man denken, ja, weiße Kleider, schwarze Anzüge, das ist eine Hochzeit. Und das sind ja offensichtlich junge Frauen oder Mädchen. Die Suggestion Kinderehe und sie würde das Bild verbieten lassen, plus das Bild. Das Bild selber zeigt etwas vollkommen Harmloses, aber zusammen gibt es natürlich eine bestimmte Suggestion durch die Worte. Die Worte suggerieren etwas, was gar nicht der Fall war. Noch ein anderes Beispiel, hat mir ein Kommilitone zugeschickt. Letztes Jahr, Bilder suggerieren eine Interpretation. Das war im Mai, als sehr viele ukrainische Flüchtlinge nach Berlin kamen, gab es einen Bericht, der hatte erstmal damit gar nichts zu tun, nämlich da ging es um die Tafel. Auch die Tafeln, ganz unabhängig davon, waren teilweise überfüllt. Und da hat die Heute-Show dieses Bild genommen, um über die Tafeln zu berichten, dass es da zu wenig, dass da lange Schlangen gibt, ja, an den Tafeln, wo Essensausgabe ist. Das Bild, das sie aber genommen haben, war eins, wo Hygieneartikel für ukrainische Flüchtlinge am Hauptbahnhof verteilt wurden. Ja, ziemlich eindeutig zu sehen. Sie haben einfach ein Bild, sie hatten einfach kein Bild, das so dramatisch war von der Tafel und haben dann einfach ein anderes genommen, das auch so, ne, nach einer Schlange aussieht. Ne? Und da sind viele Leute so, die da ehrenamtlich gearbeitet haben. Und das ist natürlich nicht gut. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht eh unter Beschuss und man muss zumindest bei solchen Sachen sauber arbeiten und nicht einfach sagen, ja, es geht um die Botschaft, nehmen wir halt irgendein Bild, was so die richtige Botschaft verbreitet. Ne? Weil wenn das rauskommt, wie ist es ja auch rausgekommen, dann steigert das nicht gerade das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und außerdem sind das, ja, selbst wenn es eine humoristische Show ist, nicht die Wissenschaft, die journalistischen Standards, die man anlegen sollte, an das journalistische Arbeiten. Textbildschere, eigentlich auch sehr naheliegend, ne? Aber muss man sich vielleicht nochmal so in Erinnerung rufen. Und dann möchte ich noch über ein Thema reden, abschließend, das ich Prototypenverschiebung nenne, weil mir jetzt kein besserer Begriff eingefallen ist. Ja, ist ein bisschen meine Privattheorie, aber ich glaube, man kennt das Phänomen, aber ich habe bisher noch nicht so richtig Forschung dazu gefunden, die das klarerweise so benennt. Ja, es gibt schon Forschung dazu, aber man muss das sich ein bisschen so zusammensuchen. Und ich fange mal an mit einer Beobachtung von einer, das ist eine Politikwissenschaftlerin, die heißt Virginia Postrel, die hat ein Buch geschrieben, The Power of Glamour. Und macht dort die Beobachtung, das haben auch andere gemacht, dass wenn man in die Bilderwelt schaut, die man kennt aus Filmen, aus Serien, aus Magazinen und Zeitungen, vielleicht jetzt auch aus den digitalen Medien, dass alles, was man sieht, sehr viel glamouröser ist als die durchschnittliche Lebenserfahrung. Also die Fotos, die man sieht, sind Häuser, wo man weit in die Ferne schauen kann. In den Autowerbungen fahren die Leute mit den Autos immer über irgendwelche Serpentinen in so verlassenen Bergregionen. Da ist kein anderes Auto, dramatische Wetterbedingungen. Man kauft das Auto dann und nutzt es dann nur, um die, was weiß ich, die Kinder in die Schule zu fahren und zum Einkaufen. Aber es wird vermittelt mit so einem glamourösen,
Hintergrund, ne? So werden Autos verkauft. Sie hat sich Hollywood-Filme angeschaut. In Hollywood-Filmen haben die Leute immer viel zu große Apartments. Leben, egal welchen Beruf sie haben, leben sie immer sehr luxuriös. Ihnen geht's, gibt auch Ausnahmen, es gibt auch realistischen Hollywood-Filme, aber eine starke Tendenz, vor allem in der Vergangenheit. Da fahren sie auch schon wieder. Cary Grant schon wieder fährt er mit irgendeinem Auto wieder auf irgendwelchen leeren, irgendeinem Sportwagen auf irgendwelchen leeren Landstraßen. So sehen inzwischen Urlaubsbilder aus. Ja. Klar, irgendwann fliegt man mal in die Malediven oder nach Thailand, aber durch Bildbearbeitungsprogramme und wenn man die anderen Gäste auch noch wegpixeln kann, wenn man die nicht haben will, gibt es überall diese leeren Traumstrände und fragt sich, wo sind die überhaupt alle? Aber das ist sozusagen das Bild, auch wenn man jetzt irgendein Urlaubsziel googelt, sieht man typischerweise diese Bilder. Also es gibt eine Suggestion, dass alles irgendwie großartig und glamourös ist. Edel und Luxus, ne? Und weit über dem Durchschnitt sowieso, aber auch weit über dem, was wie dann tatsächlich die Welt aussieht. Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Und ich glaube, was da passiert, was dahinter oder was da im Hintergrund passiert, ist etwas, das könnte man halt, wie gesagt, Prototypenverschiebung nennen. Wir haben normalerweise den Prototyp, einen Prototyp zu bestimmten Begriffen. Eliane Roche, eine Linguistin, hat das entwickelt, die Prototypentheorie. Das ist wahrscheinlich nicht die richtige Begriffstheorie, aber es ist trotzdem ein Phänomen der Wahrnehmung, dass wir zu vielen Begriffen, die wir kennen, einen so einen prototypischen Vertreter haben. Ne? Also bei Hund denken wir nicht an einen riesengroßen Bernhardiner und auch nicht an so einen winzigen, so ein Schoßhündchen, sondern an so einen mittelgroßen, prototypischen Hund. Ne? Und beim Vogel, wenn jemand sagt Vogel, was malt man einen Vogel auf, dann malt man eher einen Spatz oder eine Amsel, so einen mittelgroßen Vogel. Man malt jetzt nicht einen Pinguin oder einen Strauß. Das sind auch Vögel, aber es sind nicht die prototypischen Vögel. Also wir haben irgendwie so den zentralen Vertreter einer Kategorie, den können wir beschreiben oder uns vorstellen, imaginieren oder auch aufmalen. Und das kann man sogar sagen für bestimmte Orte oder Ereignisse. Es gibt eine ganze Skripttheorie, ne? Wie sieht der typische Restaurantbesuch aus? Das haben wir vielleicht auch für bestimmte Ereignisse, haben wir da so eine Art prototypischen Ablauf. Wie sieht das prototypische Restaurant aus, das prototypische Hotelzimmer und so weiter. Ne? Da haben wir sowas im Kopf. Und man weiß, man bildet, der Mensch ist so eine Art statistische Generalisierungsmaschine. Also unser Kopf funktioniert so, dass wir ständig, ohne es natürlich bewusst zu machen, statistisch generalisieren von dem, was wir schon gesehen haben. Wir haben auch gesehen, das machen wir oft falsch. Wir machen Über- und Untergeneralisierungen. Ja, da machen wir oft Fehler, aber ganz oft haben wir so bestimmte Generalisierungen. Wir waren einfach schon oft im Restaurant, deshalb haben wir so einen bestimmten Ablauf im Kopf. Wir haben halt schon ganz viele Vögel hier so in der Umgebung gesehen. Und deshalb haben wir so ein Bild von dem typischen Vogel. Ne? Und wenn wir dann vielleicht einen Reiher sehen, dann ist das schon ein bisschen abweichend von diesem Prototyp. Diese statistische Generalisierung machen wir die ganze Zeit. Und jetzt, glaube ich, was passiert ist, dass wir einen neuen Input bekommen für diese Generalisierungsmaschinerie. Die besteht aber aus Fotos. Also nicht mehr aus der echten Welt, sondern aus einer hochselektierten Art von Bildern, die wir über das Netz, über die Werbung, in Filmen, auf Instagram-Accounts und überall sehen. Und allmählich ersetzt dieser idealisierte Typ den Prototyp. Ne? Unser Prototyp wird verschoben. Also wenn man jetzt immer Vögel sehen würde auf Bildern, die 2 Meter groß sind, würde man irgendwann den prototypischen Vogel als etwas Größeres sehen. Und genau das Gleiche passiert, glaube ich, auch mit sehr vielen Motiven. Ne? Also was ich schon gesagt habe, wir haben der Prototyp eines durchschnittlich schönen Menschen ist verschoben, weil wir sehr viele schöne Menschen und auch bearbeitete Gesichter sehen. Das Gleiche gilt für bearbeitete Orte, bearbeitete Speisen. Das Mittagessen sieht jetzt gar nicht mehr so schön aus, wie es früher mal ausgesehen hat, wenn man diese ganzen anderen schönen Sachen gesehen hat. Wie eine Feier, eine Party aussieht, eine Hochzeit, egal welche Ereignisse es sind. Hollywood, hatte ich schon gesagt, gibt uns diese Suggestion, dass Leute in riesigen Häusern und Apartments wohnen, die sich selbst in New York oder anderen Städten Millionäre nicht leisten können. Und jetzt kommt's, das ist jetzt so der Alltag, aber das Gleiche gilt auch für bestimmte politische Themen, wo wir auch über Bilder uns buchstäblich ein Bild machen von einer Situation. Und ich habe jetzt als Beispiel genommen, wie Kriegspropaganda funktioniert und wie wir ein Land wie die USA zum Beispiel sehen, wenn sie im Krieg ist.
Oder ich mache erstmal, bevor ich mit diesem Beispiel, das ist ein ganz interessantes Beispiel, bevor ich das bespreche, erstmal nochmal kurz zurück. Also Fragen bis zu dem Punkt, zur Prototypenverschiebung. Okay, jetzt habe ich ein, glaube ich, ganz einschlägiges Beispiel aus der Politikwissenschaft von einem Buch, das heißt Bilder als Waffen von Juliane Schreiber, Juliane-Marie Schreiber. Und das ist eine Untersuchung, wie stellt sich die USA in den verschiedenen Kriegen dar, die sie geführt haben. Und der Ausgangspunkt des Buches ist, wenn man bei Google eingibt War Syria, das ist jetzt die Kontrastfolie, der Bürgerkrieg in Syrien, kommt das, sind das die häufigsten Bilder, die kommen bei Bildersuche. In Syrien gibt es etwa 500.000 Kriegsopfer bis heute, Soldaten und Zivilisten. Und wenn man die Bilder sich anschaut, sieht man, dass so sieht der moderne Krieg aus. Es ist ein absolutes Chaos. Man sieht Bilder von absoluter Zerstörung, von Leid. Und die Farben sind relativ düster. Ne? Das sind so Häuser, Gerippe, verletzte und tote Menschen. Irgendwas brennt und es ist die pure Zerstörung. Und die Bilder, die wir da sehen, sind hauptsächlich von Augenzeugen und Journalisten vor Ort getroffen worden. Und das sind die, die jetzt am häufigsten angeklickt wurden, ne, die dann da kommen. Wenn man jetzt eingibt War Afghanistan, sind das die häufigsten Bilder, die kommen. Im Afghanistan-Krieg gab es 150.000 Kriegsopfer. Nicht ganz so viele, aber auch sehr, ne, auch Zivilisten und Soldaten, auch sehr, sehr viele, also unvorstellbar viele, ja, über 100.000 kann man sich überhaupt nicht mehr im Kopf vorstellen, was das heißt. Aber das Interessante ist, es sind vollkommen andere Motive hier zu sehen. Ne? Es sieht, ein Motiv ist Romantik, wir sehen, ein Hauptmotiv der Romantik ist die Rückenfigur, irgendein Mann, der in die Ferne starrt, pastellfarbene Himmel. Man sieht, es sieht alles aus wie so ein Actionfilm oder so ein Abenteuerurlaub. Die Leute sind nicht in wirklichen Kriegshandlungen, sie sind irgendwie sauber und machen da ihre Manöver. Man sieht bestimmte Formationen, das ist hier vielleicht noch nicht so deutlich, zeigen andere Bilder. Ne? Also es hat sehr viel mit Ordnung und Struktur zu tun, gar nicht mit Chaos und Leid. Ordnung und Struktur, Kontrolle wird stark suggeriert. Und die Farben sind, ne, ganz warm und pastellig. Überhaupt nicht dunkel, düster und leidvoll. Und der Grund ist, dass die meisten Bilder, die wir sehen vom Afghanistan-Krieg, von Fotografen der Streitkräfte der USA kommen. Das sind nicht von Journalisten, die dabei waren. Manchmal sind es Embedded Journalism, gibt es auch. Aber die meisten Bilder, kann man sich auch anschauen, beim Bildnachweis kommen von den Streitkräften selber. Und sie haben natürlich ein hohes Interesse daran, den Krieg nicht so aussehen zu lassen, als ob da unschuldige Menschen sterben. Man sieht keine Toten der anderen Seite, auch nicht der eigenen Seite. Man möchte auch nicht zu Hause zeigen, unsere Soldaten sterben da in Afghanistan. Man muss natürlich auch rekrutieren, Soldaten rekrutieren. Das heißt, es wird eher verkauft wie so ein Werbevideo für Militäreinsätze. Ne? Das ist irgendwie so eine Art Feriencamp mit Waffen, wo man sich irgendwie cool vom Helikopter abseilt. Aber es hat eine vollkommen andere Anmutung und Ästhetik als der andere Krieg. Niemand von uns war jemals, oder gehe ich mal davon aus, bei einem Krieg dabei. Das heißt, das Einzige, was wir sehen oder was wir wissen über einen Krieg, sind eigentlich diese Bilder, diese Ausschnitte. Und wenn wir natürlich abstrakt hören, oh, 500.000 Kriegsopfer, das sind riesige Zahlen. Wir können das auch abspeichern, wir können das auch lernen. Aber das Bild, das wir uns machen, wie es da vor Ort wohl ausgesehen hat, die einzigen Zugang, die wir haben, sind solche Bilder. Ne? Und allein durch die Auswahl bestimmt natürlich dann ein Land wie die USA die Art und Weise, wie wir den Krieg auch wahrnehmen. Ganz drastisches Beispiel ist das hier, wo man sieht, dass die Leute auch mit einem Sinn für Kunstgeschichte da in der US Army Bilder auswählen. Aber das ist sozusagen der moderne Caspar David Friedrich, der über den Hindukusch schaut, ne? Nicht über das Nebelmeer, sondern über den Hindukusch. Aber es ist dieselbe Idee, es ist fast so ein bisschen, ne, romantisch, existenzialistisch. Man schaut in die Ferne,
sieht nicht so aus wie ein Ort, wo ständig Menschen sterben unter schlimmsten Bedingungen. Prototypenverschiebung passiert da wahrscheinlich auch, weil die einzigen Bilder, die wir haben vom prototypischen Krieg in Syrien oder Afghanistan, sind halt Fotos. Und je mehr wir uns davon anschauen, desto mehr kriegen wir vielleicht unbewusst den Eindruck, dass es so oder so ausgesehen hat, auch wenn wir es natürlich gar nicht wissen. Keine Fragen? Okay, dann mache ich den allerletzten Punkt. Prototypenverschiebung. Und dann gibt es noch das Letzte, was ich sagen wollte, nämlich so eine Art essentialistisches Denken und so ein Wahrheitsgefühl, das Bilder erzeugen. Das ist vielleicht auch wieder der, schließt den Kreis zum Anfang, weil natürlich Bilder indirekt schon was mit Wahrheit zu tun haben, aber auch wenn sie selber buchstäblich nicht wahr oder falsch sind. Also wir haben schon gemerkt, ne, warum wirken Bilder, weil sie Emotionen direkt auslösen und es gibt nicht so eine so ein Sprachzentrum, was dazwischen geschaltet ist. Ne? Wenn mir jemand was erzählt, dann weiß ich, ja, er hat mir was, er beschreibt eine Szenerie, dann weiß ich, die Person gibt mir Informationen. Immer wenn mir eine Person Informationen gibt, ist das ja durch ihren eigenen Filter, Wertefilter, Wahrnehmungsfilter gelaufen. Ne? Das heißt, bei Sprache bin ich vielleicht eh ein bisschen skeptischer. Wenn ich Bilder sehe, vor allem wenn ich Fotos sehe, habe ich so ein bisschen den Eindruck, die treffen mich direkt und die lösen auch die Emotionen direkt aus. Ne? Da habe ich nicht noch so einen Sensor zwischengeschaltet. Und das Zweite ist, das hatten wir vorhin schon, die menschliche Neigung zum Essentialismus. Essentialismus sagt immer, kennst du einen, kennst du alle. Oder der Teil steht für das Ganze. Nennt man in der Philosophie auch einen mereologischen Fehlschluss, Teil-Ganzes-Fehlschluss. Wir wissen natürlich, dass jedes Foto aus Afghanistan oder Syrien nur eine Momentaufnahme ist an einem Ort. Aber wir neigen trotzdem dazu, das aufs Ganze zu projizieren und zu sagen, das ist stellvertretend für alles. Das ist auch der Grund, warum wir Vorurteile gegen bestimmte Menschengruppen haben. Wir lernen ein oder zwei Leute aus einer Gruppe kennen und haben dann sofort Vorurteile, generalisieren das auf die ganze Gruppe. Und Essentialismus sagt, ich habe einen Vertreter kennengelernt, dann weiß ich ja, wie alle anderen sind. Das ist natürlich fast immer falsch, ja, weil Gruppen haben verschiedene Merkmale. Aber diese Neigung ist unglaublich tief in Menschen verwurzelt. Kann man schon bei Kindern nachweisen. Wenn man Kindern ein Spielzeug gibt und da drückt man auf einen Knopf und das macht ein Geräusch und ein ähnliches Spielzeug hat auch so einen Knopf, dann gehen sie davon aus, dass es auch ein Geräusch macht. Und wenn man ihnen zeigt, das erste Mal sehen sie, das Vögel, die legen Eier, ein blauer Vogel legt ein Ei, dann sehen sie den roten Vogel, der legt auch ein Ei. Also sie müssten eigentlich, wenn sie echt Naturwissenschaftler wären, erstmal gucken, ich gucke mir erstmal mehrere Vögel an und gucke, ob die alle Eier legen. Aber dieses essentialistische Denken geht so, ich habe einen Vertreter der Kategorie gefunden, alle sind alle anderen auch so. So eine Art Folk Biology, so eine Art Alltagsbiologie, hilft uns wahrscheinlich auch die Welt zu kategorisieren, aber wir generalisieren das sofort auf alles andere. Alle sozialen Kategorien neigen wir zum Essentialismus, muss man sich erstmal mühsam abtrainieren. Bilder triggern manchmal auch diesen Essentialismus. Dann gibt es, glaube ich, auch noch so eine Suggestion von epistemischer Verlässlichkeit durch die kausale Kette. Wir denken, da ist das Objekt, ich drücke auf die Kamera. Es gibt einen kausalen, ne, der Lichtstrahl fällt auf das Objekt und dann auf mein Negativ oder die Pixel werden aktiviert. Also es gibt einen direkten kausalen Prozess vom Objekt zur Repräsentation, zum Foto. Und wir wissen natürlich, dass ganz viel dazwischen geschaltet. Ich könnte einen Filter einbauen, ich könnte das Foto bearbeiten oder wir haben auch gesehen, das Foto könnte auch einfach erzeugt sein. Aber natürlich gibt es trotzdem immer noch in unserem Hinterkopf die Suggestion, wenn es ein Foto ist, dann gibt es diese direkte kausale Verbindung. So wie Wahrnehmung halt funktioniert. Ne? Ich gucke nach draußen, ich sehe den Baum. Der Baum verursacht direkt mein Wahrnehmungserlebnis. Das ist eine direkte kausale Kette. Und so scheinen Fotos auch zu funktionieren. Auch wenn wir natürlich wissen, in Wirklichkeit ist das nicht so. Aber die Suggestion ist da. Und der letzte Punkt, das war das mit dem Wahrheitsgefühl. Bilder wirken echt, sie sind direkt entstanden, sie sind nicht gefiltert und haben dann so eine Anmutung von Authentizität. Und da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, wir verbinden das dann, diese Wahrhaftigkeit des Bildes, auch mit so einem Wahrheitsgefühl. Wir haben das Gefühl, das ist dann auch so. Das ist ja die Welt. Ja, das Bild selber ist nicht wahr, aber das, was es zeigt, lässt mich zu einer bestimmten Überzeugung kommen und die ist dann auch wahr, weil das Bild zeigt es doch. Ja,
da ist doch der Hubschrauber oder da ist doch das Leid, das ich sehen kann. Es gibt mir so ein Wahrheitsgefühl. Es geht sogar noch weiter. Also man kann sogar zeigen, dass man, wenn man normale Texte Leuten präsentiert und irgendein Bild dazu den Leuten zeigt, das nur illustrativ ist, dass sie den Text etwas überzeugender finden als den Vergleichstext ohne Bild. Also nur die Anwesenheit von Bildern gibt manchmal Leuten schon so ein Wahrheitsgefühl. Truthiness wird das manchmal im Englischen genannt. Wahrheitsartigkeit. Ne, natürlich ist das Bild selber nicht wahr und der Text wird nicht wahrer, dadurch, dass er ein Bild ist, aber die Bilder haben so eine Anmutung. Sie geben uns so ein bisschen so, wenn wir nicht aufpassen, das Gefühl, dass etwas wahr ist. Ja, hierzu noch Fragen? Okay, komme ich zur Zusammenfassung. Fazit. Seit Anbeginn der Fotografie hat es Fotofälschung gegeben, haben wir gesehen. Es war immer wichtig, aus politischen oder anderen Gründen, ne, die Repräsentation der Welt ein bisschen hinzudrehen. Und wir haben auch gesehen, Menschen sind nicht so gut darin, bearbeitete Fotos zu erkennen. Weder früher noch heute, wenn es um digital bearbeitete Fotos geht. Dann haben wir gesehen, im Netz ist ein Wettrüsten entstanden zwischen einerseits bildhafter Manipulation bis hin zu künstlicher Erzeugung von Bildern und der Entlarvung auf der anderen Seite. Und das ist immer ein bisschen asymmetrisch, dieses Wettrüsten. Und diese Deepfakes und andere mit AI manipulierte oder produzierte Fotos und Filme werden inzwischen immer häufiger weder von Experten noch von den entsprechenden Programmen als solche erkannt. Also beim Sony Picture Award haben das die Experten nicht gesehen und selbst die besten Programme sind nicht so gut, dass sie alle manipulierten Bilder immer erkennen können. Also es ist ein echtes Problem in der Verifikation von der Echtheit von Bildern. Und wir sind aber nicht nur manipulierbar, weil wir uns täuschen, dass das wirklich so stattgefunden hat, was das Bild zeigt, sondern wir sind auch durch echte Bilder, nämlich durch die Effekte, die diese Bilder haben, manipulierbar oder beeinflussbar sind wir, ne, durch die Emotionen klarerweise, durch die Vertrautheit, die Perspektive, bestimmte Ausschnitte, die Text-Bild-Schere, Emotionalisierung durch die Bilder und der Prototypenverschiebung, ne, zu verschiedenen Stärken. Nicht alles hat immer den gleichen, einen gleich starken Effekt, aber es sind Effekte, die man beobachten kann. Und weil Bilder Emotionen direkt auslösen, haben sie eine besondere Verwendung in der, als Mittel der Überzeugung, der Manipulation. Sie aktivieren unser essentialistisches Denken. Ja, wir neigen dazu zu sagen, das steht für das Ganze und geben uns manchmal auch so ein Wahrheitsgefühl. Das Gefühl, so war es doch, ne, das ist die Wirklichkeit, die da abgebildet wird. Und obwohl wir das eigentlich wissen, dass es diese ganzen Manipulationsmöglichkeiten gibt, schieben wir das manchmal ein bisschen zur Seite. Also auch hier kann ich analog sagen zur Sprachkritik, nicht nur Obacht bei großen Worten, sondern auch Obacht bei Bildern. Vielen Dank.